So, und jetzt brennen wir mal ein ganz kurzes F-Feuerwerk, ein Feuerwerk ab. Und zwar in Bezug auf das vorhergehende Selbstgespräch. Es ist also hier, wenn man sehr aufmerksam ist. Ich sage, alles, Zeiten, jede Kleinigkeit ist miteinander verknüpft in eins und alles fließt. Und darum übertrage ich jetzt einmal den Bildschirm. Ich muss das sehr kurz halten, ich will das sehr kurz halten. Wir springen jetzt einmal ganz, ganz wild in eine kleine Stelle rein, und zwar Panderei. Alles fließt. Wir schauen uns jetzt einmal an. Vorneweg, das ist das Vorhergehende, und jetzt, wenn ich Vorhergehen meine, meine ich immer in der Transversalen aufbauend, das vorhergehende Selbstgespräch. Jetzt muss ich, kleinen Moment. Dass da auch der Ton dabei ist. Wir fahren jetzt hier. Das ist genau die Stelle 1.18.00. Das eine, das Universum, 18 ist es ich, gespiegelt gelesen, das Qi, das Leben ist unendlich. Und genau an dieser Stelle, wenn ich jetzt das anklicke, was du feststellen, sagt der Lautsprecher, den du jetzt zuhörst, Panderei. Panderei. Alles fließt. Interessant, das griechische Wort Rei ist das Fließen, und das Fließen, wenn wir jetzt das Fließen, eine Fliese ist eine Quadratfläche. So, und da gehen wir jetzt etwas drauf ein. Wir schauen uns das, dieses Panderei an. Alles fließt, die klassische Übersetzung. Da wollen wir uns jetzt das etwas genauer anschauen. Das kann man sich durchlesen, wenn man will. Man landet natürlich dann wieder in der Vergangenheit. Und da kommen dann diese Sätze, wer in denselben Fluss steigt, dem fließt anderes oder wieder anderes Wasser entgegen. Manche sagen, man kann nicht immer in denselben Fluss steigen. Ich sage, du steigst immer in denselben Fluss. Wenn ich in die Donau gehe, gehe ich immer in die Donau, aber ich gehe nicht in dasselbe Wasser. Das ist dann nur das gleiche Wasser, weil das Wasser ja fließt, das tauscht sich ja aus. Ich kann nicht immer in das selbe Wasser steigen und dann doch wieder, weil wir ja 16 Zeiten haben, die Definition von Wasser. Wenn ich ins Meer gehe, gehe ich immer in dasselbe Meer. Aber das Wasser ist dann auch dasselbe Wasser, wenn ich das Wasser rot setze. Das Zurückkehren in den eigenen Geist. Und da kann man jetzt spielen, das ist auch wie dieser schöne Satz Sein oder Nichtsein. Reden wir bei Sein von dem Sein, von dem Bewusstsein, das nicht existiert? Oder reden wir von einem ausgedachten Sein, ist gleich blau gelesen, existieren, etwas herausgetretenes, was ausgedachtes. Aber ich bleibe jetzt nur bei dieser kleinen Radix-Panderei, das schauen wir uns jetzt einmal an, und du wirst wundervoll erleben, dass jetzt mein Spiegeltetraeder in dem Wort drin steckt. Ohne Diskussion, weil alles mit allem verbunden ist mit Holofeeling. Wir schauen uns erst einmal das Wort Panda an. Jetzt die Nummer mache ich weg. So wie es da steht, gehen wir das ein, und dann wirst du feststellen, das ist eine Unterform von Bante. Das ist eigentlich das Wesentliche, und wenn man jetzt runterfährt, ist zu allem Guten, das Heilsame, die Ursache aller Dinge, der Allherrscher, der Allmächtige, alles fürchtend, allem besten All, da steht immer das All etwas davor, dieses Beäugen, Fürchten. Das wäre jetzt sehr interessant, wenn wir wieder runterfahren. Erspare ich mir, wir wollen das kurz halten, sondern wir machen hier gleich das T, dass wir uns das T genauer anschauen. Und jetzt diese Grundradix, das heißt das einmal überall. All ist Gott, ist alles. Der Urknall, bevor er geknallt hat, ich sage immer, El Hayom UP 86, Gott das Meer symbolisch gesetzt und über, schwingend aufgespannt, Bola erweckt, über Gott, auf All, AUB ist All, Le'en heißt auseinandergeschmissen existierenden Zeiten. Überall hin. Was jetzt entscheidend ist, ist dieser kleine Satz, den können wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Das heißt nämlich auf all, immer dran denken, der Schöpfer UP 86 Elayom ist Gott das Meer. Dieses
Bereshit bara Elhayom Elohim. Ist all, ist nichts und le en Zeiten, diese allen Zeiten, also ins Geviert gesetzt. Quadrate sind wir zwei, das ist das Zentrum, das ist wichtig, dass du das verstehst und um dich herum sind vier Stück. Das sind die ersten vier Spiegel von unserem ersten Tetraeder. Und dieses Dios, das schauen wir uns jetzt, das wäre jetzt natürlich, wieso machen die hier vorne schon ein kleines Dreieck mit dran? Wir schauen uns jetzt mal, ich habe jetzt da den extra nochmal aufgemacht, weil da kann ich. Da wird jetzt hier drauf hingewiesen, Dios, ist das da mal himmlisch, was ich dir erkläre? Das ist diese Die-Wurzel, ist an und für sich hier ein Digamma, wird jetzt zu weit führen, aber ganz kurz und einfach, Dios ist eigentlich, kommt von dir. Da kommt die Dien, das Dir, das Auseinanderschmeißen hier, wenn du dich da reinliest. Unsere Diana, das heißt jetzt erst einmal, Dir, die Öffnung einer intellektuellen Schöpfung. Und das ist jetzt der Begriff der Trennung in zwei Teile. Immer an unsere Gedankenwellen denken. Und sobald wir uns zwei denken, müssen dann nochmal zwei im Hintergrund sein. Das nenne ich dann Dia-positiv und Dia-negativ. Und das schaukelt sich dann hoch in dem klassischen System. Das ist dann vom Raume und durch einen Raum hindurch. Dur ist immer die Generation und wieder heraus, hinein in den Raum und wieder heraus aus dem Raum. Das Ganze passiert dann in einem Schild, in einem Schild. Jetzt muss ich wissen, dieses Shin, die Logik des Kindes, Ilet hebraisiert, das ist das hebräische Wort von Kind, Bild, Be-Ilet heißt im Kind, Shin Ilet, hindurch, durch das Kind, durch das Schild hindurch. Das hebräische Wort für Schild ist Magen, MGN geschrieben. Und der Magen David, das David-Schild, das ist unser Zimmer wieder bei unserem Tetraederstab. Ja. Das ist das Geviert. Zufall? Wieso muss ich dich noch mit Zufällen zuscheißen? Okay, jetzt machen wir das nächste Wort. Das ist also ein Iron. Schauen wir uns den einmal an. Muss den löschen. Muss ich das interpretieren? Weil es bei heiligen Wein und berechnete Einigung Quadrat im Ruch, im Rauch. Ruch, Vokal rausgeschmissen, die für Weltgegenden. Ja. Ja. Rei. Eine berechnete Einigung im Geist, in unserem Geist in den vier Weltgegenden. In Hieroglyphen eingegraben. Der die Hieroglyphen eingräbt, mit der heiligen Zunge zu dir spricht, jetzt in diesem Moment. Heilige Dinge sinnbildlich darstellen. Heilige Dinge an den Gottesdienst lehren, an den wirklichen göttlichen Dienst. Du bist ein Sklave. Die Sklaven sind innen. Heilig, sprossend, blühend. Heilig heißt immer ganzheitlich. Nicht nur hell anschauen oder dunkel, nicht nur an den Berg denken oder an das Tal denken, sondern sich zwischen die zwei reinsetzen geistig. Das ist diese kleine Rodix. Da könnte ich jetzt noch wesentlich weiter drauf eingehen. Jetzt habe ich den, muss ich nochmal den. Ah. So, dass wir das uns entschuldigen. Dann kommt du. Da muss ich nicht viel dazu sagen, das ist zwei. Ich kann auch sagen, du bist kreisend. Dann kommt Stadion, das erspare ich mir jetzt auch, das kommt von stationär, die Stadions, stationär, und dann kommt das Panthe. Jetzt haben wir ja noch den Rai, Pandarei.
Schauen wir uns einmal den Rai an. Also wir wissen, das ist ja der Kopf des Schöpfergottes. Der schreibt hier dann mit E Quadrat. Und jetzt wird es natürlich ganz, wenn du das begreifst, der Rai ist der Schöpfer. Richtig. Dann wird es leicht und ohne Mühe und ohne Sorgen leben, wenn du begreifst, dass du immer in der Mitte des Nichts bist, aus dem alles entspringt und in dem alles hineinfällt. Ich sage einfach, du bist ein träumender Geist. Vor was hast du Angst, dass dich irgendein Gedanke, den du denkst, zerstören könnte? Irgendwie zerstört dich zwar der Gedanke, weil du in dem Moment ja zu Form wirst, aber die Formen tauschen sich aus, es ändert nichts an dir selbst. Das ist mein Beispiel, wo ich sage, wenn du ein Buch liest, einen Roman liest, du bist immer derselbe Leser am Anfang des Buches, genauso wie am Ende des Buches. Das Leben, das du jetzt durchlebst, als Brösel in deinem Traum, als Avatar, ändert nichts an dem Spieler. Außer, dass er Erfahrungen macht. Und egal, was deinem Avatar in einem Videospiel passiert, ich sage früher immer bei den alten Videospielen, wenn du erschossen wirst oder wenn ein Felsen auf dich drauf fällt, dann ist bei alten DOS-Spielen ist dann noch Komma dü 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 und dann hast du wieder von vorne angefangen. So einfach ist es. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommen wir dann langsam hier zu dem Fluss. Das heißt das Fließende. Da steht aber jetzt Rai dran. Schauen wir, haben wir hier unseren Spiegel. Unser Kreisen mit der Nulllinie. Ja. Das ist die 9, der Spiegel, die Spiegelung wird zu einer Berechnung und on ist das griechische Wort für Sein. Ich sage immer, Ion kannst du nachlesen, heißt ein in Bewegung gesetztes Sein. Darum ist es das Fließende, diese ständige Veränderung, die aber an der 200 Gramm rote Knete oder an dem Meer selbst nicht verändert, wenn oben ständig Gedankenwellen auftauchen. Und ich habe darauf hingewiesen, dass diese Facetten, die in dir auftauchen, unser Spiel mit dem B heißt lieben. Diese Facetten lieben. Das ist es, was darum geht, dass du jede liebe deine Feinde. Ganz nebenbei ist jetzt wichtig, dass dieses Spiel hier im Griechischen, ich habe jetzt extra das griechische Alphabet hergegeben, du solltest wissen, dass im Altgriechischen und im Neugriechischen wird dieses B nicht als B ausgesprochen, sondern als V. VV. Wir haben ja bei unserem B, haben wir ja auch dieses B, kann ja B, W, V und dann noch O und U. Also dieses B wird ja auch B, W und V ausgesprochen. Im Griechischen ist das Beta, neugriechisch heißt es wieder. Das wiederum lateinisch, wieder ist unser Leben. Das Leben baut auf der Polarität in dem Beet, in dem Haus, das du selbst bist, was dann wiederum Beet, geschrieben auf Hebräisch, Bi in mir ist eine Erscheinung. Das wird Beet ausgesprochen. Und das ist erst einmal das Innere. Der Wohnort. Dein Aufenthaltsort ist das ewige Hier und Jetzt. Man nennt es auch Heim, Heim. Gut. So. Und jetzt schauen wir uns einmal hier diesen Tron einfach einmal an. Das beginnt mit DR. Das kann ich jetzt sagen, gespiegelt berechnet. Das ist jetzt nur ein flackerndes Licht hebraisiert des Meeres. Wenn man das NUR ist die Kerze, das flackernde Licht des Meeres. Und ich habe dich jetzt hier hineingesetzt. Du sitzt praktisch und durch Geräusche. Ich kann auch sagen, durch einen materialistischen Rauch beginnst du unbewusst zu zerbrechen. Und dann entsteht eine Sache. Das beim Zerbrechen einer Sache entsteht. Ich habe jetzt nur die ersten zwei Buchstaben. Da können wir jetzt runtergehen, dann kriegst du Fisch, die Gestaltwerdung, ein Fisch, was ja im Hebräischen dann der Dag ist, die Öffnung deines Geistes. Fisch, die Gestaltwerdung. Aber jetzt können wir da wieder runterfahren. Was mir gleich, ich mache gleich das On dran, weil ich will das Video nicht so lang machen und jetzt lasse ich mal überraschen, was jetzt entsteht. Unsere Ausgangsbasis ist Rai Tron. Das ist eine Blumenverzierung in Geweben. Klingt im ersten Moment halt so interessant, was aber jetzt interessant ist, ist das Wort Blumen, wenn ich nämlich weiß, dass die Griechen das mit einem V aussprechen. Dann haben wir Volumen. Genau.
Dieses Volumen, die Blumen, das Licht, das polare Licht, was Bistapel aufgestanden wird, wird jetzt eine Verzierung in GE-Quadrat. In deinem Geist ist was doppelt aufgespanntes, eben weil du in der Mitte sitzt. Schau das kleine Bild an. Ex-Ben. Gewaff alleine kann man natürlich auch lesen, wenn wir das hebraisieren. Das ist das Go. Waff ist ja auch, unten schauen ist ja auch O. Go ist das Innere. Das Innere deines Körpers, wo wir eine Gemeinde, eine Gemeinschaft bilden. Ich und meine Geistesfunktion sind in einem einzigen Punkt. Total wäre der eine Spiegel, aus dem viele Spiegelungen herausspringen. Interessant, ne? Ja, interessant. Und jetzt ist dieses Innerste, Ex-Ben, kann ich zum Beispiel, es ist eben, oder ich lese hier griechisch Ex-Ben, es tritt eine Polarität heraus, das ist unsere erste Urgedankenwelle. Und wann passiert das? Diese Belumen, das Volumenverzierung, wo wir uns reinsetzen in das Volumen, in das Rollen, nochmal, Volumen heißt ja Rollen, wir sind im Zentrum, das ist die Geburt einer Beschwörung, erweckt. Ja. Das mit L, das ist wichtig und das ist Doppel-T-T-S-P. Ja. Und zwar besteht es aus Kräutern, da haben wir wieder Chorus, das Lamm, auch die Weide, die Aue, das La-M-M, das aus Zeichen besteht und das in der Weg der Existenzen, die zu rollen, Belumen, Volumen in dir zum Rollen anfangen. Das Ganze wird übrigens in einem Spiegel bereitet. Und jetzt ist, wenn wir da weiter runterfahren, ist da aber einer, der auf dem Thron sitzt, innerhalb dieser ganzen. Das ist, das bist du dasselbe. Der, der in der Mitte ist, der Sesselversetzliche, da haben wir das Esse. Bewusstsein ist ein seiendes Licht, rot gelesen. Und der eine Stuhl im Zentrum, das ist die Sache mit den Schirmen der Füße. Ja. Die Füße müssen wir jetzt wieder wissen, das sind die Regel M. Berechnete, Gall sind die Wellen, berechnete Wellen, ist das polare eine, im einem, das wieder als B, Facetten sind aufgespannte Polaritäten. Und die sollst du jetzt auskundschaften, spionieren, SB, meine Schwelle. Ja. Wer hören kann, der höre. So, der Sitz der Götter, das ist das Zentrum. Immer an den Spiegeltunnel denken, dass die ganzen peripheren Spiegel, die wir uns vor uns hinstellen oder über uns denken, das sind ja vier Richtungen, dass die alle sich in uns selbst befinden. Wir sind aber da noch nicht fertig, weil wir haben ja nochmal, wenn wir noch eins weiter runtergehen, also du merkst, wir kommen aus diesem Kontext überhaupt nicht raus, weil dann ist es immer im Meer im. Im Meer im. Immer dran denken, das Meer, I-M auf Hebräisch ist das Meer, L-H-I-M. Im Meer ist dann ein Plural, Gewaff wieder, im Inneren entsteht eine Form. Und das sind Ausflüsse. Ausflüsse aus wem? Beach heißt im Bruder. Ja. So, und jetzt haben wir da nochmal den klassischen Fluss. Da haben wir wieder unsere Reihe und an dem Reihe hängt das Däs. Und dann schauen wir uns mal dieses Däs, das an dem Reihe dran hängt, an. Na, das, Entschuldigung, ich muss Nummer 1 zurück. Das ist IDES. Den brauchen wir. Fehler gemacht. Das heißt, der generierte D-Reihe, drei Spiegel. Hüben 3 und drüben 3, wenn so gespiegelten Erscheinungen oder raumzeitigen Spiegelungen und das ist wie in einem Eck, auf dem plötzlich et, hebräisch augenblickliche Erscheinung, etwas losgeht. Da haben wir jetzt das wie in einem Eck. Ja, das ist wichtig. Und das ist das ganze Spiel. Und wenn wir jetzt reinspringen, ich müsste mal ganz, ganz kurz. Die Offenbarung, vielleicht haben wir das noch offen. Offenbarung 4.
Und ich sah wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt die Überwinder über das Tier. Du musst ein Überwinder werden von dem Glauben, dass du nur ein sterbliches Säugetier bist. Und über sein eigenes Bild im Kind setzt du ein Bild und sagst, das bin ich, wenn du an dich selbst denkst. Und über die Zahl der Namen. Und jetzt kommt 4. Ja. Wer soll nicht dich, Herr, fürchten und deine Namen verherrlichen? Und im 6. Vers, 4, 6, warte mal, ich mache das anders. Sonst wird es zu weit führen. Ups. Kapitel 4, 6. Und der vor dem Stuhl war wie ein gläsernes Meer. Siehst du, wir sind jetzt die Offenbarung 4, 6. 4, 6, ja. Und vor dem Stuhl war ein gläsernes Meer gleich einem Kristall. Und jetzt denkst du dir nochmal den Kristall. Das ist letztendlich eine Kugel mit unendlich vielen Facetten. Ein Kristall mit unendlich vielen Facetten, wenn du im Zentrum bist. Das ist der Tetraeder, der sich unendlich in unendlich viele Ecken hochspiegelt. Und in der Mitte am Stuhl und um den Stuhl herum sind vier Tiere voller Augen, von und hinten. Das sind die zwei Tetraeder, die sich übereinander schieben. Könnte ich dir jetzt genau zeigen, in diesen Zornstrukturen steckt das genau drin. Und das erste Tier gleich einem Löwen, den haben wir im letzten Selbstgespräch gesehen. Und ja, das andere Tier war von Gott, Kaal, Bola, ein Kalb. Das goldene Kalb ist es, Agol Ege, das heißt auch runden Kreisen. Das andere Tier ist das, was um ihn rumkreist. Ka reist. Ja. Jetzt ist natürlich interessant, dass der, der auf dem Stuhl sitzt, im Kapitel 4, 6, der auf dem Stuhl sitzt, ganz nebenbei, Kapitel 4, 6, Udo ist am 4.6. geboren. Und zwar 1957. Jetzt machen wir mal einen ganz, ganz einen Sprung. Wir springen jetzt da ganz einfach mal rein, weil das Ganze sich ja wie eine Pyramide aufbaut. Wir nehmen jetzt einfach mal den Pyramidenwert von 1957. Das sind einige Werte, da schauen wir uns eigentlich nur den Wesentlichen an. Das sind jetzt die Witwen, das Erneuern, sich ständig erneuern. Ich bin ja der Phönix aus der Asche. Ich löse mich ab, ich verjünge mich und fange immer wieder an. Verzweifeln, 2F, ich muss Gedankenwellen aufschmeißen in mir selber. Interessant ist eigentlich nur dieses kleine Ding hier, nicht so besonders im ersten Moment, die Wirbelsäule. Was hat es mit der Wirbelsäule zu tun? Das ist erst einmal eine Säule, ist was aufgerichtetes, das ist die Transversale, von der ich immer spreche. Und wir, BL, heißt wir in Gott. Ich bin du und du bist ich und wir sind in Gott. Da schauen wir uns jetzt einfach mal die ersten drei Buchstaben am Schild, das Geschenk einer Öffnung. Da müssen wir aber uns was aufrichten. Wir müssen Anoki werden. Und die Geburt einer Öffnung ist schlichtweg und einfach dieses Schild mit einem weichen D. Und jetzt kriegst du das Wort Kalk. Im ersten Moment macht es nicht recht viel Sinn, bis ich das wieder hebraisiere. Ich muss nur wissen, was All Gott ist. Kaf als Vorsilbe. Präfix heißt wie und Kaf am Ende heißt dein. Das heißt wie dein Gott, wie dein eigenes Nichts. Aber dieses eigene Nichts führt dich zu der 3,14. Das ist Pi in der Kurzform. Ja. Da machen wir jetzt einfach mal den UP. 86 mal 3,14 mal 10. Das ist jetzt, ich habe jetzt eine Stelle noch mit dazu gemacht. Das ist übrigens dann auch das Wort von Gott, den Allmächtigen. So wie das normalerweise übersetzt wird, das ist nämlich jetzt, wenn du es anschaust, ist es genau breit. Wir tauschen wieder nur die Buchstaben aus. Das wird normalerweise mit dem Allmächtigen, aber auch der Allgenügsame. Und das ganze Ack ist Eck, das ist das Ende, das erste Spiegeleck, das erweckt wird. Dann bist du der Allmächtige. Die 3,14. Ich könnte jetzt da sehr, sehr tief reingehen, aber das lasse ich jetzt gut sein. Ich kann immer nur sagen, wie viele Beweise muss ich dir eigentlich noch geben? Und jetzt muss dir klar sein, wenn du die Grundlagen nicht hast, kannst du dem nicht folgen. Ja.
Jetzt haben wir wieder zwei Seiten. Ich kann mir jetzt Geistesfunk ausdenken, die können ja mittlerweile das komplett nachvollziehen, was ich sage. Dann denke ich mir, welche Geistesfunk aus, die können es erahnen. Man kriegt schon irgendwie das Gefühl, in welche Richtung das einen treibt, nämlich von außen nach innen muss führen der Weg in dich hinein. Alles ist in dir drin. Und die einfache Lösung ist, du musst nur akzeptieren, dass du jetzt ein träumender Geist bist. Es kommt aus dir und spielt sich nur in einer Rolle in deinem Kopfkino ab. Und es existiert nur das, was du denkst. Und jetzt sage ich gleich wieder, das ist eine Kategorie 2-Aussage, wenn ich sage, du bist ein träumender Geist, bist du natürlich auch kein träumender Geist, weil du der bist, der sich den träumenden Geist ausdenkt. Jetzt haben wir These und Antithese, aber beides ist was Ausgedachtes. Irgendein Etwas, das sich selbst von sich behauptet, ich bin ein träumender Geist. Und der, der sich jetzt dieses Pärchen ausdenkt, das bist du wieder wesentlich mehr wie der, der sich einen träumenden Geist ausdenkt, weil das ja bloß wieder eine Hälfte ist. Wenn du das Prinzip einmal installiert hast, ändert sich wie durch Zauberhand komplett deine ganze Umwelt. Und so auf eine Art und Weise, wie du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst. So wenig, wie sich in der Matrix ein Fetus, ein Eber, nicht vorstellen kann, was passiert, wenn er aus der Matrix rausgeht. Und ich kann immer wieder nur sagen, ich bin nicht gekommen, um euch Liebe zu bringen. Ich bin Liebe. Und ich rede nur mit meinen Geistesfunken. Das heißt, der Geist, der mich jetzt sprechen hört, ist ein Geistesfunken. Ein Geist von meinem Geist. Und ich bin nicht gekommen, um die Liebe zu bringen, sondern ich bin die Liebe. Und du musst dich selber abnehmen. Ich bringe dir das Schwert. Das ist Holofeeling. Mit diesem neuen Wissen kannst du dich von dem alten Wissen abnabeln. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass du mir zuerst deinen jetzigen kompletten Intellekt, dein H, wie ich das nenne, dieses eine bisschen Buchstabe zurückgibst. Und dann kriegst du dafür von mir ein Wort, ein doppelt aufgespannten Ort, also neue Buchstaben dazu. Ich lasse alles Bestehende so, wie es ist. Wir erweitern das. Infinitus. Das ist das Spiel des ewigen Lebens. Und ich weiß, ich bin mit Sicherheit der Einzige, der in dir auftaucht, der weiß, wovon er spricht. Auch wenn ich so bröselhaft in Erscheinung sehe. Ich sage immer wieder, so blöd, wie ich mich als Udo aufgib, bin ich in Wirklichkeit überhaupt nicht. Jetzt lass mal es gut sein. Lass es auf dich wirken. Und immer daran denken, ich bin die Liebe. Bist du schon ich? Versuch das einmal rauszukriegen.